Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück in diesem Wissensvideo. Falls euch das hier bekannt vorkommen sollte, dann seid ihr nicht alleine. Dieses Video hier ist nämlich eine Neuinterpretation oder eine Neuproduktion. Ich hatte das schon mal gemacht. Allerdings ist es wie gesagt schon ein bisschen her. Die Qualität gefällt mir nicht, ist alt geworden und deswegen habe ich mir gedacht, wäre es doch auch für euch sinnvoll, das Ganze nochmal neu aufzulegen. Und genau dazu kommt es jetzt, indem ich alle etwas älteren Wissensvideos nehme, sie etwas aufpoliere und dann erneut hochlade. In diesem Video schauen wir uns die Meta an. Habt ihr sicher alle schon mal gehört. Und was ist das jetzt? Naja, zuerst ist es mal eine Abkürzung und die dann auch noch auf Französisch. Message d'observation météorologique régulière pour l'aviation. So heißt das ausgeschrieben. Auf Englisch nennt man sie auch Meteorological Aerodrome Report. Und wenn man das auf Deutsch haben möchte, kommt Flughafenwetterbericht dabei heraus. Die Meta ist also ein Wetterbericht von einem bestimmten Flughafen. Oft findet man sie übrigens auch in dessen ATIS. Zusätzlich kann man sie natürlich auch im Internet suchen. Es gibt mehrere Anbieter, so zum Beispiel den Deutschen Wetterdienst oder die US-amerikanische NOAA. Am einfachsten erhält man sie aber, indem man bei der Suchmaschine des Vertrauens einfach das Wort META und dahinter den ICAO-Code des gewünschten Flughafens eingibt. Eine META kommt als Text immer in kodierter Form daher und beinhaltet wichtige Wetterinformationen. Dazu zählen zum Beispiel Windstärke und Richtung, die Sichtweite, Wolken und anderes, was es uns ermöglicht, auf die Wetterbedingungen am Flughafen zu schließen. Wichtig dabei ist, dass die Meta immer nur den aktuellen Zustand wiedergibt und daher laufend aktualisiert wird. Sie ist keine Wettervorhersage, dafür gibt es andere Quellen. Eine Textmeta besitzt verschiedene Codegruppen, die hintereinander geschrieben und durch Leerzeichen voneinander getrennt werden. Als erstes haben wir immer den ICAO-Code des Flughafens, von dem die Meta erstellt worden ist. In diesem Fall ist das Lima Juliet für Ljubljana. Als nächstes folgt getrennt von einem Leerzeichen der Beobachtungszeitpunkt. Dieser schlüsselt sich auf in Tag und Uhrzeit. Es wird dabei immer vom aktuellen Monat ausgegangen. Aus diesem Grund findet man hier auch keine Monatsangabe, sondern kann nur den Tag ablesen. In unserem Fall steht hier 131100Z. Das bedeutet ausgeschrieben 13.11.00 Zulu. In unserem Fall handelt es sich also um eine Meta vom 13. des aktuellen Monats, also Mai, um 11 Uhr Zulu-Zeit. Danach kommt, wieder getrennt von einem Leerzeichen, die Windinformation. Hier kann man ablesen, aus welcher Richtung der Wind weht und wie stark er ist. Zuerst also die Windrichtung, 310, 310 Grad also, und danach dessen Stärke in Knoten. Eine 3, also 3 Knoten. Zu beachten ist dabei, dass die Windrichtung immer dreistellig geschrieben wird, egal aus welcher Richtung der Wind gerade weht. Steht hier also 008, dann kommt der Wind aus Richtung 8 Grad. In der nächsten Gruppe folgt, wieder getrennt durch ein Leerzeichen, die Sichtweite am Boden in Metern. Hier steht bei uns 8000, also 8000, und das bedeutet, dass wir am Boden eine Sichtweite von 8000 Metern, also 8 Kilometern haben. Oft finden wir hier 4 Neunen hintereinander. Damit sind 10 oder mehr Kilometer Sichtweite gemeint. Der Grund dafür, warum da 4 Neunen stehen, ist, dass das Feld vierstellig sein muss. Die nächstgrößere Zahl in Metern, also 10.000 oder alles, was darüber kommt, ist aber mindestens fünfstellig und kann hier deswegen nicht aufgeschrieben werden. Nach der Angabe zur Sichtweite folgt manchmal eine weitere zu Niederschlägen. Wir finden sie aber natürlich auch nur dann, wenn es Niederschlag gibt. In abgekürzter Form stehen hier genaue Angaben darüber, was da vom Himmel fällt. Es gibt eine große Bandbreite von Abkürzungen, die gängigsten sind aber die Buchstaben RA für Regen und SN für Schnee.
Vor diesen Buchstaben kann ein Plus oder ein Minus stehen. Das beschreibt die Intensität des Niederschlags. Bei einem Plus haben wir starken Niederschlag, bei einem Minus weniger starken, also leichten. Plus RA meint also starken Regen, minus SN hingegen leichten Schneefall. Außerdem findet man vor den Buchstaben manchmal sogenannte Spezifizierungen. Es handelt sich dabei um weitere Buchstaben, so zum Beispiel TS für Thunderstorm, also Gewitter, oder RE für Recently, also vor kurzer Zeit. Wenn ihr das Kürzel TSRA in einer Meta findet, habt ihr also Gewitter mit Regen. Bei RESN handelt es sich aber um vor kurzer Zeit gefallenen Schnee. Diese Spezifizierungen können mit dem Plus oder Minus kombiniert werden. Bei einem Gewitter mit Starkregen steht in der Meta also zum Beispiel Plus TSRA. In unserem Fall haben wir hier SHRA stehen. Das SH steht für Showers, also Schauer, und das RA wie gesagt für Regen. In unserem Fall bedeutet das also, dass wir Regenschauer am Flughafen haben. Wir haben also keinen dauerhaften Regen, sondern schauerartigen Niederschlag. In der nächsten Gruppe finden wir die Informationen zu Wolken. Dazu zählt die Stärke der Bewölkung, die in Achteln angegeben wird, und danach folgt die Höhe der Wolkenuntergrenze über dem Boden sowie die Art der Bewölkung. Diese letzte Angabe ist aber nicht immer vorhanden. In unserem Fall steht hier FEW010 und danach kommt noch eine Angabe SCT027TCU sowie eine dritte, die BKN050 heißt. Diese Angabe der Wolkenuntergrenze wird in Form von Flightleveln vorgenommen. Die Art der Bewölkung ist aber immer nur in abgekürzter Form vorhanden. Es gibt da wieder eine ganze Menge von und deswegen habe ich euch in der Videobeschreibung eine Seite verlinkt, auf der ihr die Abkürzungen nachschauen und die Metas aufschlüsseln könnt. FEW010 beschreibt also wenige Wolken auf Flight Level 10, also 1000 Fuß. SCT steht für Scattered. Die Höhe 027, also 2700 Fuß, und das Kürzel TCU danach für Towering Cumulus, also Wolken, die sich auftürmen. In der dritten Angabe zu den Wolken haben wir BKN, also Broken, also auf 5000 Fuß. In der nächsten Gruppe findet man die aktuelle Lufttemperatur und danach durch einen Schrägstrich getrennt den Taupunkt. Beide Angaben sind in Grad Celsius. Wenn vor den Zahlen der Buchstabe M steht, dann handelt es sich um negative Werte, bei der Temperatur also zum Beispiel um die Angabe minus 3 Grad. Diese Angaben zu Temperatur und Taupunkt sind deswegen wichtig, weil man daraus nicht nur eine mögliche Vereisung, sondern deren Differenz ablesen kann. Diese Differenz wird Spread genannt und beschreibt grob gesagt, wie stark die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Je kleiner der Spread, desto gesättigter ist die Luft. In der Regel geht das auch mit geringeren Sichtweiten einher. Liegt der Spread zum Beispiel nur bei 2, 1 oder sogar 0, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Sichtweite am Flughafen nicht besonders groß sein wird. In diesem Fall zum Beispiel haben wir eine Temperatur von 11 Grad und einen Taupunkt von 10 Grad. Der Spread liegt also bei 1. Und das sehen wir in Teilen zumindest auch bei der Sichtweite. In unserem Fall liegt die nämlich bei 8 Kilometern. Das ist jetzt zwar nicht besonders schlecht, allerdings auch nicht besonders toll. Und wir können anhand des Spreads direkt sehen, dass unsere Sichtweite zumindest ein bisschen eingeschränkt ist. Danach folgt die nächste Gruppe, die den aktuellen Luftdruck abbildet. Dieser wird oft in der Einheit Hektopascal angegeben. Das wird vierstellig geschrieben und als QNH bezeichnet. In einigen Ländern, wie zum Beispiel den USA, ist die Angabe aber in Inch Quecksilbersäule. Diese Einheit nennt man dann Altimeter. Sie wird zwar auch mit vier Ziffern geschrieben, hat aber ein A vorangestellt. Vor dem QNH hingegen steht in der Meta immer ein großes Q, genauso wie hier. Das QNH in unserer Meta beträgt also 1018, also 1018. Die Buchstaben davor sollen die Unterscheidung erleichtern,
Achtet also immer darauf, um festzustellen, in welcher Einheit euer Luftdruck hier angegeben wird. Am Ende kommt dann oft noch eine kurze Wettervorhersage, die maximal für die nächsten 2 Stunden gilt. Oft steht hier NOSIG, was No Significant Change bedeutet und meint, dass in diesen 2 Stunden keine wesentliche Wetteränderung zu erwarten ist. In unserem Fall ist das im Übrigen auch so. Falls sich das Wetter aber doch ändern soll, dann stehen hier die Buchstaben BCMG. Das steht für Becoming, ist Englisch und heißt auf Deutsch so viel wie Es wird das Folgende erwartet. Nach dem Becoming kann dann eine komplett neue Meta folgen, die die Wetterangaben beinhaltet, die zu erwarten sind. Ändern sich aber nur einzelne Teile des Wetters, wie zum Beispiel die Bewölkung, und der Rest soll gleich bleiben, dann wird nur die Änderung angegeben. Metas sollen im Allgemeinen zwar alle 30 Minuten oder bei signifikanten Änderungen des Wetters erneuert werden, allerdings ist das international ziemlich uneinheitlich. Einige Länder halten sich an diese Vorgabe, andere tun's nicht. Das Intervall der Aktualisierung kann daher erheblich voneinander abweichen. Und das war's auch schon zum grundlegenden Aufbau einer Meta. Um das etwas zu vertiefen, habe ich mir hier noch 3 weitere herausgesucht, die ich euch zeige und dann Stück für Stück aufschlüssle. Diese Meta hier stammt von Echo Papa Golf Delta. Das ist der Flughafen Danzig. Sie kommt vom 15. des aktuellen Monats, also dem 15. Mai 2023, und wurde um 17.30 Uhr Zulu-Zeit erstellt. Der Wind kommt aus einer Richtung von 100 Grad und weht mit einer Stärke von 14 Knoten. Die Sichtweite beträgt 4000 Meter, also 4 Kilometer. Das Kürzel -RA steht für leichten Regen und das danach BR für Brizzle. Brizzle ist Englisch und lässt sich mit feuchtem Dunst übersetzen. Die Wolken sind mit OVC für Overcast angegeben. Overcast bedeutet eine geschlossene Wolkendecke. Diese befindet sich in 003, also 300 Fuß. Die Temperatur und der Taupunkt liegen beide bei 11 Grad und das QNH bei 1004. Das Kürzel nach dem QNH, RERA, bedeutet Recently Rain. Es gab an diesem Flugplatz also vor kurzem Regen. Diese Meta hier stammt vom Flughafen Echo Delta Delta Mike, das ist München. Sie wurde am 15. des aktuellen Monats um 17.50 Uhr Zulu-Zeit erstellt. Der Wind kommt aus einer Richtung von 230 Grad mit einer Stärke von 11 Knoten. Das Kürzel KWOC beschreibt, dass es keine für uns relevanten Wolken gibt. Die Temperatur liegt bei 13, der Taupunkt bei 9 Grad und das QNH beträgt 1012. Das Kürzel NOSIG hinter dem QNH steht für No Significant Change. Das meint, dass in den nächsten 2 Stunden keine wesentliche Wetteränderung zu erwarten ist. Und zum Schluss haben wir dann noch diese Meta hier. Sie stammt vom Flughafen Lima Papa Papa Tango, das ist Lissabon, und wurde ebenfalls am 15. des aktuellen Monats erstellt. Die Uhrzeit ist 17.30 Uhr Zulu. Der Wind weht aus 330 Grad mit einer Stärke von 16 Knoten. Hinter der Windangabe kommt eine Windspezifikation. Diese besteht aus den Ziffern 290, dem Buchstaben V und den weiteren Ziffern 360. Sie gibt an, dass die Windrichtung zwischen 290 und 360 Grad variiert, der Wind dreht also ziemlich stark. Die Sichtweite liegt bei 4 Neunen, also 10 Kilometern oder mehr, und die Wolken mit FEW, also View, auf 2500 Fuß. Die Temperatur liegt bei 19 und der Taupunkt bei 11 Grad, das QNH beträgt 1018. Und damit haben wir es dann auch schon. Metas sind also eigentlich nicht wirklich kompliziert. Das Einzige, was ein bisschen schwerer werden könnte, sind die ganzen Abkürzungen. Ich habe euch aber wie gesagt in der Videobeschreibung eine Website verlinkt, bei der ihr alle Metas, die ihr dort eingibt, aufgeschlüsselt erhaltet. Die Website hilft euch also dabei.
Damit kann nichts mehr schiefgehen und ihr könnt überall dort, wo ihr hin möchtet, eure Metas problemlos und unkompliziert auslesen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen konnte. Falls das so war, wäre ein Daumen hoch und ein Abo natürlich absolute Spitzenklasse. Noch viel besser wäre aber beides. Und bitte vergesst nicht, dass ihr es seid, die diesen Kanal überhaupt erst am Laufen erhaltet. Solltet ihr mich also weitergehend unterstützen wollen, könnt ihr das zum Beispiel via Spende über TypeStream oder Patreon tun. Die entsprechenden Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Sollte euch aber nicht gefallen haben, was ihr hier seht, dann interessiert mich natürlich ebenfalls brennend, warum das so ist. Gebt dem Video also bitte nicht einfach nur einen Daumen runter, sondern schreibt mir in die Kommentare, was genau euch nicht gefallen hat, denn nur mit eurer Hilfe kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Und bei diesem nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen sonnigen und warmen Tag und sage auf Wiedersehen und macht's gut.